Na, hat sich der Markt entschieden? Tatsächlich, der Nasdaq, der scheint schon ein wenig seine eigene Welt, geschaffen zu haben, sich zumindest mal für die Abwärtsseite vorbereitet zu haben, in bestmöglicher Manier. Nämlich mit einer starken Abwärtsbewegung, einer ABC, und hat dabei auch im großen Bild hier, also immer noch im 15-Minuten-Chart, aber dieses Zwischentief hier getriggert. Es gab für die, die etwas aggressiver einsteigen, schon vorher ein paar Möglichkeiten, letzte Hochs, Zwischenhochs hier zu nutzen für Einstiege beispielsweise oder aber im Großen eben das. Insbesondere was die Abwärtsbewegung angeht, ist eigentlich noch Platz nach unten. Und deshalb ist es spannend, was er jetzt hier daraus macht. Denn wir sind jetzt wieder mal, abermals sozusagen hier auf der Aufwärtsseite nicht wirklich überzeugend unterwegs. Warum nicht überzeugend? Was macht er dann dauernd rum? Na, fragt nicht mich, fragt den Markt, denn wir sehen schon, dass wir hier eine Überschneidung haben, hier eine korrektiv anmutende Bewegung hier auf dem Marsch nach oben und das wiederum nach einer relativ deutlichen Abwärtsbewegung. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass das hier vielleicht im Kleinen, also dieses Korrektivmuster, das im Kleinen das widerspiegelt, was wir hier haben. Also, dass wir möglicherweise, ich lege mich mal jetzt noch nicht 100% fest, aber eine 1 runter, eine 2 und innerhalb der dritten Welle eine kleine 1, eine kleine 2 haben und dann, wenn er das Ganze hier triggert, das eben dazu führt, dass wir dann noch mehr Platz haben. Das wäre auch noch gar nicht dramatisch. Ich weiß, viele sagen, ja, aber das ist doch total doof, der Markt ist doch aufwärts. Ja, aber auch in der Aufwärtsbewegung hat er ja mal Rücksetzer, mal kleine, mal etwas größere Rücksetzer. Die Bewegung ist eh relativ müde, wenn man ehrlich ist geworden. Also sie hat sich ein bisschen abgeflacht. Das ist Punkt 1. Sie ist wackeliger geworden. Das ist häufig am Ende einer solchen Bewegung. Und deshalb schließe ich nach wie vor dieses Bild, dass der Kurs nochmal hier runter geht, gar nicht aus. Also die letzten Tiefs hier, 10.500, 11.000, irgendwie sowas, die sind noch absolut möglich. Aber selbst wer gar nicht so negativ drauf ist, wer einfach nur sagt, naja, aber dann haben wir halt hier mal irgendwie eine Korrektur bis 12.000, das wäre doch hier locker noch drin. Ob er das tut, das weiß ich nicht. Im Moment schickt er sich noch nicht an. Ich lösche es nochmal raus. Können wir das live mitverfolgen? Im Moment ist er gerade hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr das gut nachvollziehen könnt oder sehen könnt in eurem Bildschirm, aber der Markt noch überhaupt nicht auf der Short-Seite aktiv. Deshalb nicht jetzt im vorauseilenden Gehorsam schon mal sagen, oh, da gehe ich jetzt schon mal Short, das ist alles plausibel, das macht er bestimmt und da haben wir doch jetzt diesen oder jenen Grund. Nein, 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 tut das bitte nicht, sondern guckt euch das in Ruhe an, ob der Markt das bestätigt, sprich hier diese Zwischentiefs dann eben entsprechend reißt. Das ist zumindest mal etwas, worauf wir achten werden. Wer Spaß an solchen Sachen hat, der ist gerne eingeladen, bei Born for Trading mit reinzugucken. Beim Trade des Tages sich anzumelden, ist es durchaus möglich, dass ich das gleich noch, wenn er hier ein bisschen auf die Abwärtsseite kommt, nochmal ins Auge fasse, dort mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegslevels eben angebe. Wer also Spaß daran hat, meldet sich an. Ob es dieser Trade wird, das weiß ich noch nicht. Das werden wir ja sehen, was er hier macht. Vielleicht finden wir auch noch was anderes in einem anderen Markt. Noch ist der S&P nicht ganz so weit. Der hat nämlich dieses im größeren Bild ja noch vor sich. Also hier eine Chance auf einen Bruch hier auf dieser Abwärtsseite, zumindest wenn er nicht zu sehr noch steigt. Was heißt das mit dem zu sehr nicht steigen? Ganz schnell noch eine Zusatzinfo. Die 78er-Marke, die ist da für mich immer interessant. Also solange der Kurs unterhalb dieser Marke bleibt, nach einer scharfen Bewegung, bleibt die Abwärtsseite die attraktivere. Das kann man auf dieser Ebene handeln und wer mag, kann natürlich auch auf der kleineren Ebene gucken, ob man hier sowas nochmal findet oder dann eben in dem größeren. Übrigens, da wir jetzt hier ein neues Hoch haben, also höher gekommen sind als das, was wir vorher haben, ist das nicht mehr mein Einstiegstrigger, sondern im Prinzip die Marke hier um eins weiter gerutscht. Denn der Tenor bleibt der gleiche, die Aufwärtsrichtung, so wie wir sie jetzt im Moment haben, ist noch relativ übersichtlich, dynamisch, wenn wir uns das jetzt hier angucken. Also ihr seht, dass das eher korrektiv anmutet. Das, was sich hier bewegt im Verhältnis zu dieser Bewegung, lassen wir uns da also überraschen. So, wollen wir mal gucken, wohin das Ganze führt? Ich lasse euch mal selber ein bisschen drauf gucken. Wie gesagt, wenn ihr mir zugucken wollt, wenn ihr Nachrichten aufs Smartphone haben wollt, wie wir die Situation immer wieder sehen, mit Updates, mit Ideen dazu, einigen wissenswerten Sachen, aber eben auch ganz konkret mit dem Trade des Tages beispielsweise, dann seid ihr eingeladen, euch da unten schnell anzumelden, damit ihr die Informationen nicht verpasst, wenn da was Neues rauskommt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.